Nach dem Cottbuser Ausrutscher winkt dem Team von Fabian Gerber die Tabellenführung 3 Punkte für Erfurt in Lichtenberg. Das wär's doch. Die Aufgabe ist allerdings alles andere als einfach. Denn die Gastgeber haben zwar nur 3-mal gewonnen, die Siege aber allesamt zu Hause. Und nach 21 Minuten zeigen sie ihre Heimstärke. Kevin Ovčarek mit einem Traumtor für Lichtenberg. Da kann Flückinger gar nichts machen, den trifft er perfekt. Ein echter Sonntagsschuss. Erfurt hat Mühe auf tiefem Boden, findet dann aber eine gute Antwort. Romario Hairola, 32. Spielminute. Der erste gelungene Angriff von Erfurt sitzt uns. Ein Foulspiel an Krüger ist es auch nicht. Ganz leicht der Kontakt. Krüger geht zu leicht zu Boden und Hairola lupft sein 7. Saisontor. Jetzt ist Erfurt besser drin in der Partie. 5 Minuten noch bis zur Pause. Weinhauer treibt die Kugel an und hat das Auge für Mergel. Krüger rutscht weg und Mergel hat Glück. Denn dieser Ball kugelt rein. Ein klassisches Kacktor, salopp gesagt. Ovčarek kommt ins Stolpern, bekommt den Ball an den Rücken. Erfurt führt zur Pause mit 2:1. Es ist ein wildes Spiel. Wieder Mergel, 2. Halbzeit, der 1. Abschluss von Gerbers Mannen. Ja, diese 3 Auswärtspunkte wollen hart erarbeitet werden. Denn Lichtenberg steckt überhaupt nicht auf. Im Gegenteil, ein Chor zu weit weg von Irfan Brando. 58. Spielminute, 2:2 und das ist nicht unverdient. Jetzt wieder Erfurt. Es geht hin und her. Es ist ein rasantes, flottes Spiel. Bär macht den nochmal scharf. In Chor. Mergel. 3:2. 10 Minuten später schlägt Erfurt wieder zu. Und diesmal ist auch Mergel der Torschütze. Klasse abgelegt vor den Chor. Die wilde Fahrt ist aber noch längst nicht vorbei. Lichtenberg bleibt am Drücker. Will hier zu Hause nicht verlieren. Und Erfurt lässt ihnen zu viel Freiraum. Und das wird bestraft. Justin Weber findet Hannes Graf, 86. Spielminute, 3:3. Aber ist das schon das letzte Wort in diesem Spiel? Nein, ist es nicht. Das hat Erfurt, 88. Minute, Salomon in Chor, 1,92 groß. Hier muss er sich aber ganz klein machen. Der Innenverteidiger nickt Erfurt an die Tabellenspitze. Man sieht ja, was möglich ist bei uns in der Mannschaft. Ja, wir glauben einfach, dass wir jedes Spiel gewinnen können. Und wenn wir das immer wieder so von vornherein angehen, dann wird es auch ganz, ganz schwer, uns zu schlagen. Rot-Weiß ist jetzt wieder der Gejagte. Nächsten Sonntag gibt's das kleine Thüringen-Derby im Steigerwaldstadion gegen Meuselwitz.